So, ja, herzlich willkommen. Es freut mich, dass trotz der späten Stunde doch noch so zahlreich erschienen seid. Ja, wie ihr im Programm entnommen habt, halte ich heute wieder einen Raspberry Pi-Vortrag, in dem Fall über Pi-Hole. Mit dem Untertitel Schwarzes Loch für die Werbung. Kurz zur Agenda. Ich werde kurz mich vorstellen, falls wer mich noch nicht kennt. Kurz mein Netzwerksetting, wie ich bisher mich gegen Werbung und gegen Verfolgung im Internet geschützt habe. Pi-hole, was ist das Ding überhaupt? Kurz Installation, Konfiguration. Wie schaut die GUI aus? Und zu guter Letzt nochmal ein Rückblick, warum überhaupt Pi-hole einzusetzen ist. Zu mir, ich habe ein Technikstudium absolviert, allerdings nie so sehr mit Hardware in Kontakt gekommen. Eher seitdem es den Raspberry Pi gibt, habe ich mich in diese Welt begeben. Bin schon seit vielen Jahren regelmäßig bei den Linux-Tagen aktiv, OpenStreetMap-User, da ich eben den Geoinformationsbezug habe. Selber bin ich auch Smart Home-User, da habe ich auch die letzten Jahre Vorträge zu dem Thema gehalten. Und Raspberry Pi-User, einerseits betreffend Media Center, da gab es letztes Jahr auch von mir einen Vortrag, der auch per YouTube zum Nachschauen geht. Feinstaubmessung ist relativ neu. Da gab es auch gestern einen Workshop, wo wir zahlreiche Kursteilnehmer hatten, die mit Feinstaubsensoren ausgestattet wurden und hoffentlich für das Grazer Stadtgebiet noch mehr Messdaten liefern. Und zu guter Letzt, meine neueste ja, Errungenschaft für mein Netzwerk ist eben dieser Pi-hole. Zu meinem Netzwerk, es ist relativ klein, ist ein familiäres Netzwerk. Das heißt, ich habe einen Hauptrouter. Ich habe zwei Nebenrouter. Diese Aufteilung ist notwendig aufgrund von der baulichen Struktur von meinen Häusern zu Hause. Einen Smart Home Server. Wie bereits anfangs erwähnt, habe ich teilweise auf Smart Home Komponenten umgestellt mein Haus. Das heißt, meine Heizungssteuerung wird damit bewerkstelligt. Und auch Fenster und Türen sind mit Sensoren versehen. Dann habe ich vier Media Centers im Einsatz. Diese sind realisiert mit Raspberry Pis, mit LibreELEC, falls wer das nachlesen will. Ein NAS habe ich natürlich im Einsatz zum Abspeichern von internen Dateien. Zwei bis vier Laptops, je nachdem, wer halt gerade in der Familie zu Hause ist, vier Smartphones und ein Netzwerkdrucker. Bisherige Hürden ja, für Angriffe und dergleichen, einmal der Einsatz auf Betriebssystemebene. Ich habe es geschafft, bei mir zu Hause ja, Microsoft frei zu agieren. Hauptsächlich wird Ubuntu bzw. Xubuntu eingesetzt. Für manche Anwendungen greife ich sogar auf Tails OS zu. Ja, Firewall gibt es sowohl am Router als auch auf den Clients von Linux-Systemen her selbst. Zu Hause und im familiären und teilweise auch Freundeskreis auch umgestellt auf verschlüsselte E-Mail-Kommunikation mit GNU BG.
Das hat mich besonders gefreut, dass sogar mein Vater mit über 70 Jahren auf mit verschlüsselten E-Mails agieren kann und Nachrichten austauschen kann. Das Gleiche gilt auch als Messenger fürs Handy, setzen wir Signal ein. Dann, wenn wir zum Browsen kommen und eben Tracker blocken, setze ich ich verwende den Firefox, teilweise Vivaldi, und da habe ich uBlock Origin als Plugin, HTTPS Everywhere und Privacy Badger. Und ja, zu guter Letzt, natürlich um sich zu schützen, ist es immer wichtig mitzudenken, wenn man surft oder wenn man E-Mails bekommt von Personen, die man nicht kennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir ein amerikanisches IT-Unternehmen Millionen schenkt, nur weil sie meine E-Mail-Adresse kennen, ist relativ klein, oder dass irgendein Scheich sein Vermögen über mein Konto irgendwie reinwaschen will, ist auch nicht so. Daher werden diese Seiten erst gar nicht oder E-Mails erst gar nicht geöffnet. So, zum Pi-Hole bin ich nicht selber drauf gekommen, hat mir ein Arbeitskollege Anfang des Jahres empfohlen. Wie der Name schon andeutet, von Pi, die Software läuft auf ein Raspberry Pi. Das heißt, ein Raspberry Pi wird zusätzlich in das Netzwerk hineingesetzt. Es erfolgt bei Pi-Hole eine Filterung von DNS. Darauf komme ich noch in der nächsten Folie genauer zu sprechen, was da ist. Und das Schöne daran ist, es ist eine netzwerkseitige Lösung. Das heißt, ich muss nicht extra auf mein Handy was installieren, auf meinen Laptop oder in mein Media Center reinbringen. Und es funktioniert für alle Geräte, die im Netzwerk eingesetzt sind. Also zum Prinzip von Pi-Hole, wie schon vorher erwähnt, es geht um DNS. DNS, Domain Names System, ist ein Übersetzungsmechanismus, der ja, Grundlage des Internets darstellt. Ja, im Internet gibt es IPs, das sind Zahlen, Triple, und für Menschen sind halt Zahlen nicht so schön zu merken. Da haben wir lieber Namen wie Google oder ja, eben hier auch das Beispiel mit Werbung.server1. Und diese Namen werden durch das Domain Name System in diese IPs übersetzt und ermöglichen so, dass die Seiten aufgerufen werden. Und hier setzt Pi-Hole an, wenn zum Beispiel ein App-Entwickler in seiner Anwendung programmiert, in dem Werbefenster wird Werbung angezeigt vom Server Werbung.server.1. Und das aufgelöst werden müsste auf 10.10.002, hat Pi-Hole eine Liste von über 100.000 Domainnamen und blockiert, wenn diese Domain eingetragen ist in der Liste, dass diese Adresse übersetzt wird. Und wenn das nicht übersetzt wird, dann wird automatisch kein Werbeinhalt angezeigt. Entweder das Feld bleibt leer oder das Feld wird überhaupt gar nicht angezeigt. Das ist je nachdem, wie der Werbebanner implementiert ist. Und wenn diese Domain nicht in der Blockliste ist, dann wird sie angezeigt. Also ich habe auch die Möglichkeit, selber Einträge in diese Blockliste oder in meinen Filter zu integrieren, was die Community beim Erstellen der Blockliste vielleicht verabsäumt hat oder für sie nicht relevant waren, Domains. Kurz zur Installation, die ist
recht einfach. Detailliertere Informationen gibt es auf der GitHub-Seite von Pi-hole. Aber im Grunde ist es auf ein Raspbian-Betriebssystem die folgende Kommandozeile ausführen und dann startet auch im Terminal ein entsprechender Wizard, wo man die Einstellungen tätigen kann und dann ist im Prinzip Pi-hole aufgesetzt. Was dann noch fehlt, ist, dass man dem Router noch mit einstellt, dass Pi-hole der DNS-Server ist, der interne. Und ja, und dann erfolgt somit die ganze DNS-Kommunikation über den Router. Über Pi-hole. Entschuldigung. Ja, wie schaut denn die Oberfläche von Pi-hole im Browser aus? Also gibt es eben eine Adresse, die man intern aufruft. Statt Pi-hole kann man auch die intern vergebene IP-Adresse verwenden. Man hat eine recht intuitive GUI. Also man hat verschiedene Einstellungen von Diagrammen. Mir wird ganz am Anfang angezeigt, wie viele Clients aktiv sind und wie viele Queries es gegeben hat insgesamt. Dann, wie viele Queries davon sind geblockt worden? Wie hoch ist der Prozentanteil an geblockten Queries und wie viele Domains in der Blockliste derzeit enthalten sind? Also es gibt auch einen Mechanismus bei Pi-hole, dass wöchentlich oder wenn man will, kann man sogar täglich die Blocklist aktualisieren lassen. Da muss man nur einen Cronjob konfigurieren. Gibt es auch eine Anleitung bei der Pi-hole-Installationsanleitung und dann bekommt man ja auch immer aktuelle Blocklisten. Ihr bekommt noch einen Status, die Temperatur von Pi, Memory Usage und wenn man, und auf der, ich sehe dann noch in einem Diagramm, wann zeitlich die Queries stattgefunden haben und wann die Clients online waren und drunter auf der Seite habe ich noch Kreisdiagramme, was davon IPv4-Pakete waren, IPv6-Pakete und dann eben welche Domains durchgelassen werden und am häufigsten verwendet werden. Da ich eben einen Feinstaubsensor bei mir im Netzwerk hängen habe, ist natürlich diese API-Luftdateninfo an höchster Stelle. Dann intern zum Austausch von Dateien, vor allem praktisch, wenn ich nach Hause komme und mein Handy wählt sich ins heimische WLAN ein, werden meine Fotos auf mein NAS-System gesynkt und das wird mit SyncFink bewerkstelligt. Und ja, Ingress OpenSenseMap hat auch mit Luftdateninfo zu tun. Die Mapotif.de ebenfalls und ja, Skype habe ich noch keine Alternative gefunden für meine Eltern zum Kommunizieren mit Verwandten. Und auf der anderen Seite Blockdomains, natürlich Google ziemlich weit oben, Xiaomi, weil ich so ein smartes Armband habe. Wird auch geblockt. Pixelbild.de, das war noch von einer Versuchsreihe, wie weit Pi-hole blockt. Und da ist die Webseite der Bild recht gut zum Testen, weil die viele Werbebanner haben. Ja. Man kann noch diverse Statistiken aus den Daten herausbekommen.
über die GUI. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die auch in eine Textdatei verspeichert und dann die Textdatei an sich mit den eigenen Tools analysiert. Hier habe ich eine Überprüfung gemacht vom 1. Jänner bis 29. März 2018 und hier hat sich auch von Top-Domains und Top-Block-Domains nicht sehr viel geändert am Bild. Also es werden eigentlich immer bei mir die gleichen Domains häufig aufgerufen. Hier noch ein Beispiel, wie man den Zeitraum festlegt. Dies passiert auch über so einen grafischen Kalender, den man auswählen kann. Oder man kann auch vordefiniert yesterday, last 7 days, diesen Monat, letzten Monat, dieses Jahr oder einfach alle die Daten einschränken. Und hier habe ich dann eben mir abgefragt, die Queries in diesem Zeitraum, zu welchem Zeitpunkt die meisten waren. Ja, also die haben das recht schön visualisiert. Ja, jetzt nochmal, warum überhaupt? Viele werden sagen, ja, ich habe meine Blogger im Browser. Ja, ich habe auch bei mir Blogger im Browser, wie ich zuerst erwähnt habe, aber es ist doch immer gut, wenn man noch eine weitere Barriere dazwischen schafft und man auch dem Blogger vielleicht teilweise Arbeit abnimmt, dass er sich auf andere Seiten besser konzentrieren kann. Ich habe vor allem eine Schutzmaßnahme, die alle Geräte im Netzwerk betrifft, also eben vom Handy angefangen, geht bis zu meinen Smart-TV-Geräten, wo natürlich auch die DNS-Anfragen von Werbeblockern, von Werbetragenden geblockt werden. Ich habe auch teilweise bei YouTube, dass mir keine Werbung mehr angezeigt wird. Und und was ich auch in meinen Recherchen jetzt erst erfahren habe, dass es sowas gibt wie Malverticizing. Das heißt, dass Malware über diese Werbebanner auf den Rechner kommen. Da reicht es, wenn ich nur dass ich die Seite besuche und durch das Anzeigen werden schon Informationen auf meinen Computer in Cache runtergeladen und ich habe die Malware auf meinem Computer. Ja, oft sind diese Meldungen auch störend und ich habe somit ein werbefreies und auch trackingfreies Surfen in letzten Monat oder in letzter Zeit ist ja eben auch Facebook immer mehr erwähnt worden wegen Tracking und es gibt ja sicher noch andere Mitbewerber, die ähnliche Tracking Mechanismen einsetzen und ich bin nicht so der Fan, dass ich beim Surfen getrackt werde. Daher ist das für mich ein schönes System. Hier noch ein Screenshot, was ich erst vor kurzem in mein Handy aufgenommen habe. Als Twitter-User tue ich oft irgendwelche Beiträge anklicken. Und wie man hier sieht, geht es oft auch über analytics.twitter.com und diese Anfragen werden jetzt auch geblockt. Ist vielleicht von der Usability nicht so schön, dass ich noch einmal die Seite refreshen muss, also oder nochmal den Tweet anklicken muss für die Webseite und dann wäre ich auf die richtige Webseite weitergeleitet. Aber dafür werde ich bei Analytics Twitter nicht mehr verfolgt. Und ja, was jetzt auch seit kurzer Zeit bei einer österreichischen Online
Zeitung da ist, dass man die Artikel nicht mehr anschauen kann, weil man einen Adblocker einsetzt und ja, ich bin ja nicht ganz so der Fan, dass nur damit ich einen Artikel lesen kann, meine Privatsphäre herschenken soll und dass ich getrackt werden soll und dass mir Werbung angezeigt wird. Und dies schaffe ich auch mit Pi-hole, dass ich für die Seite eine Ausnahme definiere, dass die mit meinem Adblocker nicht geblockt wird, aber im Gegenzug im Pi-hole werden die DNS-Anfragen geblockt. Dadurch habe ich das gleiche Verhalten, wie wenn ich den Adblocker einsetzen würde. Das wär's soweit zu meinem Vortrag. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, würde ich die gerne beantworten. Da gibt's eine Frage ganz hinten. Nur kurz zur Info. Ich habe vorher nicht gesehen, dass du den Vortrag hältst. Ich bin ja da nur das Kamerateam einteilt. Ich habe zufälligerweise vor einem Monat für meinen Server was Ähnliches programmiert. Ja. Falls dich interessiert, können wir nachher schauen. Okay. Was ich auch im Vorfeld auch gefunden habe, es gibt auch dieses Pi-hole. Sagen auch viele, die das nicht einsetzen oder noch nicht einsetzen, ich tue nicht extra noch ein Raspberry Pi in mein System reinhängen, aufgrund von Latenz oder so. Warum tut man das Ganze nicht einfach auf dem Router implementieren? Und da gibt es auch schon ein Pi-hole-Paket, was man auf den Router installieren kann, wo gleich direkt am Router diese DNS-Filterung stattfindet. Ja. Sonst hätte ich auch noch gefragt, wie gut funktioniert die Pi-hole im Vergleich mit einer Browser-Erweiterung? Brauche ich die dann überhaupt noch? Den Adblocker als Browser-Erweiterung? Also wie gesagt, ich sehe es als weitere Barriere. Ich habe es noch nicht ganz, ich habe es noch nicht ausprobiert, alle meine Adblocker zu deaktivieren. Also ich habe letztens nachgeschaut auf meinem Nameserver. Adblocker teilweise, wenn die Anfragen trotzdem gestellt, es wird nur nicht angezeigt. Mhm. Das heißt, gerade je nach Browser ladet dir das HTML rein und schaut alles, was da irgendwie direkt verlinkt ist, ladet er einmal und dann kommt der Adblock und sagt, nein, das HTML-Element blenden wir aus. Das heißt, du wirst trotzdem gedrängt, du siehst nur die Werbung nicht. Und deshalb muss das eigentlich schon verhindern, dass dann findet der Browser, dann gibt's AdSense, Google.com halt einfach nicht. Ne? Die haben vergessen, ihre Domain zu bezahlen, zumindest was von daheim ausgeht. Ne? Das Mikrofon. Du hattest ja gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, es im Router zu installieren. Ja. Gibt es auch das Ganze irgendwie auf dem Rechner zu installieren, wenn ich eh schon irgendeinen NAS-Rechner mit Linux laufen habe? Da bin ich jetzt überfragt. Müssen wir im Pi-hole-Forum nachschauen oder auf der Installation? Gibt es? Okay. Ja. Ich meine, zu dem Fall mit Standard habe ich jetzt auch noch diese Woche einen Tipp bekommen, um das zu umgehen. Reicht es auch, wenn man einfach zur Standardseite verbietet, Cookies abzuspeichern, weil da wird im Cookie abgespeichert, hey, du hast einen Adblocker. Und dann kommt diese Meldung auch nicht. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit
Und ja, wünsche euch noch schönen Ausklang der Linux-Tage und ein Hinweis, wo alle Vortragenden und so weiter mit inbegriffen sind. Es gibt bei Linux-Tage gibt es ein Feedback-System. Da würde uns freuen, wenn ihr euch da einträgt und uns ein Feedback abgibt. Also es ist auch ganz anonym und ihr bekommt auch keine E-Mails zugeschickt. Also ja. Dankeschön.